Moin Moin, willkommen zu Fallout 4. So, ich bin jetzt zur Burg. Und hier sollen wir ja mit irgendjemandem reden. Ja, mit der Person. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Endlich. Wer bist du? Ich bin Ronny Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Joe Becker? Wer ist das? Das ist einfach nur traurig. General Becker hat früher die Minutemen angeführt. Er war der letzte echte Anführer, den wir hatten. Nachdem er gestorben ist, war keiner mehr da, der den Mut und den Grips hatte, alles zusammenzuhalten. Was willst du denn nun wirklich? Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Immerhin versuchen wir, den Leuten zu helfen. Kannst du das auch von dir behaupten? Werd mal nicht frech, Jungchen. Ich war schon lange vor deiner Geburt ein Minuteman. Aber ich habe ein paar gute Dinge über dich gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Willst du wieder beitreten? Ja, schätze schon. Aber alles der Reihe nach. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Ja, dann zeig's mir. Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Weißt du, wie man die Tür öffnet? Nein. Und selbst wenn wir sie aufsprengen könnten, würden wir dabei vermutlich den Inhalt der Waffenkammer vernichten. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Jetzt müssen wir hinter der Tante hinterherlatschen. Das ist super. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. So, ich renne einfach mal vor und guck mal nach, was hier so ist. Tag. Hey, hier liegen Raketenwerfer rum. Soll das so sein? Muss ich mir eine Schaufel besorgen? Muss ich für dich jetzt auch graben? Das war das Quartier des Generals. Früher führte ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Ist ja normal, dass Generäle immer einen Tunnel zu ihrer Waffenkammer haben. Hey. Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Komm schon, General. Lass uns die Trümmer wegpusten. Ich guck mal ins Inventar, ob ich eine Schaufel da hab. Die drücke ich ihr dann in der Hand. Und nun? Ach so, Möglicherweise lag deswegen der Raketenwerfer da oben. Möglicherweise auch nicht. Komm schon, General. Du musst doch was haben, mit dem sich die Trümmer beseitigen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier notwendig ist. Der richtige Weg ist sozusagen. Ich mach das einfach mal. Also normalerweise wäre wahrscheinlich schon was passiert. Ich guck einfach mal. Aber Nerfy Farm, okay. Alte Waffen. Verschafft ihr Zugang zum Bla und Blub. Also eine Schaufel habe ich nicht. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ja, herrje, wie soll man denn jetzt den Schutt hier wegschaffen? Also ich würde Schaufel, Spitzhacke und so weiter nehmen. Oh. Da hatte ich jetzt einen Fatman rum. Radio
Freedom, die Stimme der Minutemen. Es ist kurz nach 22 Uhr. Im Moment lege ich eine Meldung vor. Wir halten euch auf dem Laufenden. Da sehe ich jetzt auch nichts. Falscher Raum. Viele falsche Räume. Moment. Ich bin hier durch ein transdimensionales Portal gegangen. Jetzt in eine Ecke, wo ich gar nicht sein sollte. Hier war die Treppe. Das Spiel hat wirklich schöne Musik, nur ist es wirklich grauenhaft, wenn die ganzen Musikstücke durcheinander spielen. Lass uns handeln. Okay. Nee, danke. Entschuldigung? Ich hoffe, du weißt, wie man diesen Schutt wegbekommt. Nö. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mal so gar keinen Plan. Vielleicht muss ich da eine Mine hinlegen oder so. Ich weiß es nicht. Ich nehme erstmal einen Brennstoff mit. Handgranate war es auch nicht. Ich habe echt keinen Plan, wie ich den Schotter wegkriegen soll. Ach Schätzchen, soll ich dir helfen? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. So. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Klar. Ich kann dir nicht sagen, dass du nehmen sollst, ne? Schade. Schade. Ja, ich habe echt keinen Plan, wie ich den Schotter jetzt wegräumen soll. Ist garantiert eine total easy Lösung hier. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Kanone zum Beispiel drauf ausrichten. 23 Uhr da draußen. Keine Meldung. Wir halten euch auf dem Laufenden. Verstehe. So. Haben wir mal einen zum Schutz eingeteilt. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich da jetzt machen soll. Das werde ich später rausfinden. Ich will jetzt nicht eine Stunde dranhängen. Und darum... Karte, nächstes Ziel. Okay, die paar Meter hätte ich wahrscheinlich auch noch latschen können. Sucht zu einem, muss in größeren Siedlungen einen Arzt aufsuchen. Ich weiß, dass man wohl auch Arzt- und Rüstungstypen und Waffentypen anheuern kann, aber ich weiß nicht wie und wo. Ich habe da noch keinen gesehen. Meine Vermutung war ja, der Gelehrte, der sich so für Rüstung interessierte und sich ab und zu mal irgendwo niederlässt, dass man die vielleicht anheuern kann. Aber der hat ja auch keine Gesprächsoption dafür. Ich glaube, ne? Örtlich. Oh. Ja, Omelette. Ich habe so viele Markierungen auf der Karte, oh Gott. Er hat zwei Fleisch, hey. Dachte ich erst, das wäre vielleicht ab und zu mal ein extra Fleisch, aber anscheinend ist es tatsächlich jedes Mal. Finde ich nett. Finde ich richtig nett. Oh oh. Dankeschön. Auch einer rot am Blinken. Gut, wenn man rankommt an die, bevor sie einen bemerken, dann ist das ja richtig, richtig praktisch. Ja, dann kann man die ja hochjagen. Oh, spielen Streich, ja. Bevor die auf einen zugerannt kommen.
Huxley. Four Leaf. Vier Blatt. Okay. Militärisches Klebeband. Richtiges Panzertape hier. Oh Gott, ihr seht vielleicht fertig aus. Mhm, bewegende Teile machen Aua. Lieber eine Brille, sonst Auge weg. Ich weiß, ja, alles normal. Sicherheitsarm, Arbeitsplatz geht vor. Türen finden wäre auch mal nicht schlecht. Guli! Guli! Spitzhackauto! Ist euch schon aufgefallen, dass wir noch gar keinen legendären gefunden haben? Also bis auf den einen Leichnam. Die sind jetzt auch gerüstet. Also zwischendurch mal. Schöpfkelle kannst behalten. Stromversorgung. Lichtlaserschranken. Modifizierter Stolperdraht kann nicht entschärft werden. Okay. Können wir auch nicht drum herum. Soll das so sein? Brauche ich dann höheren Skill in irgendwas? Irgendeinen Laserschrank habe ich gerade ausgelöst. Ja, Laserschranke. Passiert aber nichts. Okay, okay, okay. Vielleicht für jedes Mal, wenn man durch so ein Ding durchlatscht, dass dann intern die Monster verdoppelt werden oder so. Well. Mhm. Dose. Mit Zielfernrohr. Möwe. Ach ja. Fusionskern. Mal wieder. Mächtig Rad. So. Gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob das von den Ghoulen kommt. Dass wir zwischendurch mal so richtig heftig Rad kriegen. Schluck auf habe ich auch. Oh, ja. Oh, konzentriert. Cool. Okay. Da hinten das Lichtlein interessiert mich ja noch, ne? Was das ist? Das ist nicht Diamond City, das ist irgendwas anderes. Sieht halt nach einer Stadt aus. Deswegen, ja, mal hin. Okay. Pum, genau. Iha! So, vorsichtshalber schäfen. Tja, irgendwann werden wir schon rausfinden, wofür die Lichtschranken sind. Ich hatte erst gehofft, dass man da zugehen kann, die vielleicht abschalten kann, weil die alle ein Kabel haben, ne? Gleich wieder hinlegen, Kumpel. Jetzt hängt er mit der Hand drin. Knack, knack. Da war eben 8 Rad oder so. Habe ich das richtig gesehen? Oh, schon wieder Hecken. Knock, knock. Okay, passt gar nicht. Likes. Öffnen. Protektoren. Ja, Persönlichkeit auswählen. Immer Rechtsvollzug.
aktivieren. Okay, Bauarbeiter. Also egal. Der kann immer noch zu knüppeln. So, das Ding bringt nur Stahl. Ich dachte, diese Emaille-Eimer, die würden auch was anderes bringen. Aber die bringen ja tatsächlich nur Stahl. Oh, so viele Eimer davon umsonst mitgenommen. Fusionskern liegt doch einfach so rum. Ja, hatte ich mich auch mal unterhalten mit dem Giorgio, also dem Kumpel von mir. Und ja, der hat sich auch darüber verwundert gezeigt, wie viele Fusionskerne eigentlich in der Gegend rumliegen. Das ist gerade auch den Schwierigkeitsgrad. Jetzt gucke ich mal eben nach wegen dem Schwierigkeitsgrad, wegen den legendären, weil wir keine haben. Ich hatte den mal runtergestellt, weil ich was testen wollte. Für etwas anderes. Aber ist ja wieder oben. Ja, hatte sich auch verwundert gezeigt, halt, dass so viele Fusionskerne rumliegen. Wir haben ja deutlich weniger Probleme, als ich jemals damit gerechnet hätte. Können wir gleich wieder hinlegen. Ich dachte, Fusionskerne echt hart. Und damit kommen wir niemals hin. Deswegen wollte ich die Power-Rüstung ja auch nicht nehmen. Aber, ja, gar kein Problem. Ne? Na, Knisterliese da hinten. Nekrotischer Widerlich. Das ist ja widerlich. Verrottender Widerlich. Das ist ja ekelhaft. Legendärer, eingefallener wilder Ghoul. Der sieht auch schon widerlich aus. Des Berserker Springmesser verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Rüstungsresistenz ist. Okay. Also wenn wir mit Billigrüstung rumrennen, könnte das Ding wirklich gut sein. Haarbürste. Achso, erstmal umgucken. Vielleicht noch ein Dutzend Fusionskerne oder so. Telefon. Fancy Lads Kuchen. Da war doch gerade was. So eine Verbandschere, keine Ahnung. Ob die gut ist. Ich achte da nie drauf. Ich bin ja, wisst ihr ja, ich bin ja eigentlich der Typ, der sammelt einfach alles ein. Und gar nicht drauf achten, wozu es gut ist, ob es gut ist. Einfach alles mitnehmen und dann irgendwo hinpacken. Nudeln. Stange Zigaretten. Abraxo. Munition, oh, Munition, 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 Munition. Das war ja, ne? Das Munitionslager. In der Tür ist auch nichts. Darf ich mal? Dem. Gummibon. So, okay. Also. Dauerhaft bessere Preise beim Händler. Das finde ich gut. Todeskrank Klauer. Okay, bla bla. Und technisches Dokument. Ja, ist jetzt aber gerade nicht so beeindruckend, ne? Mehrzweckprotektoren. Deine Dienste werden nicht mehr benötigt. Dankeschön. Gleisbolzen verschießt der. Finde ich interessant. Das Gleisgewehr hätte ich auch noch ganz gern. Und weiß jemand, ob es den Rösti noch gibt? Den fand ich früher immer so klasse. Noch nichts von gesehen. Das Einzige, was hier drauf hindeutet, ist ja dieses komische Dönermesser, was wir mal gefunden haben. Bei dem einem Hugo, bei den durchgeknallten Flammenheinis. Okay. Ja, schütze deine Hände. Kuckuck! Kuckuck! Jetzt sind wir doch noch nicht durch. Hier gibt's ja noch welche. Kronkorken. Ekelgule hier. Oh, Glühbirne. Günstiger Wunderkleber. Fusionskern! Ist, glaube ich, der dritte jetzt in der Anlage hier, ne? Gibt es die Fusionskerne im Sonderangebot? Schicke Haarbürste.
Der wollte nur nicht aufstehen. Vorderhand. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Laserschranken gut sind. Da bricht der Boden unter der Powerrüstung zusammen. Cool. Cool. Ja, Glaskrug. In Fallout New Vegas war das. Da konnte man ja sauberes Wasser herstellen. Und dafür brauchte man OP-Schlauch, Glaskrug und Lagerfeuer halt. Und ich habe immer jeden Glaskrug mitgenommen, den ich gefunden habe, weil ich dachte, der verbraucht sich dabei. Was natürlich totaler Humbug war. Der hat sich selbstverständlich nicht verbraucht. Da hatte ich immer so 5, 6, 7 Stücke in der Tasche liegen. Und ich brauchte bloß einen. Die waren so ekelhaft schwer damals. Sind sie wahrscheinlich heute immer noch. Oh, ne? Ja. Dummheit. Und das habe ich ja nicht nur einmal gemacht. Ne? Das habe ich dann erst beim, keine Ahnung, 4. und 5. Mal durchspielen rausgefunden. Habe ich noch nicht gehört? Nee, ne? Nochmal hier. Oh, das wird's gewesen sein. So, jetzt kommen wir raus. Ich speichere mal. Jetzt kommt das Begrüßungskomitee durch die Lichtschranken. Komitee. Ich verdächtige das Spiel hier, Übles im Schilde zu führen. Gar hinterhältig zu sein. Nö. Echt jetzt? Man kann hier einfach dran vorbeispazieren. Ach, das ist ja... Es ist ja einfach nicht mehr wahr. So, ich hatte hier... Gut, dann suchen wir uns den nächsten Punkt. Wir treffen uns mal mit Bobby. Gucken mal nach, was da zu machen ist. Meine Güte, sind die hässlich. Haben so ein bisschen was vom Drachen mit ihren Rückenpanzerstacheln, ne? Aber das war es dann auch schon. Ach. Ich habe nichts gegen Maulwürfe oder Ratten, aber eine Maulwurfratte wäre nun echt hardcore. So, Bobbele. Da hinten. Da bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mitten drauf. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst. So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will. Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Okay? Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich habe meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Okay, das ist jetzt natürlich auch so eine moralische Entscheidung. Eigentlich würde ich gerne mitmachen dabei, weil das ja gegen diesen schmierigen Bürgermeister geht, aber ich weiß nicht, was sie vorhaben mit den Sachen. Wenn sie die Sachen der Stadt jetzt wegnehmen, dann könnte das natürlich übel für die Stadt werden. Erzähl mir mehr über das Büro der Security. Waren früher mal Umkleiden und das riecht man auch. Das ist kein Hochsicherheitsgefängnis und es wird auch nicht schwer bewacht. Kein Problem für jemanden wie dich, oder? Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Okay. Ja, ich mach das mal. So, also solche Quests habe ich eigentlich immer Lust zu.
Ja, von der Security. Ah, hier ist auch ein Gleiterschild. Allerdings werde ich jetzt erstmal einen Cut machen und die Folge hier beenden. Wir setzen genau an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.